Hi. Guten Tag. Oh. Und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Wir fahren jetzt ins Fitnessstudio und werden Schultern trainieren. Fokus ist seitliche und vordere. Wir fangen natürlich mit der seitlichen wie immer an, weil das der ausschlaggebende Punkt ist. Diese Schulter man am meisten auf der Bühne sieht. Ich würde sagen, wir quatschen nicht lange. Ich zeige euch gleich mein Pre-Workout. Dann werden wir ein hartes, brutales Schultertraining haben. Wo ist denn dein Bart? Der ist weg. Sehe ich nicht gut aus? Doch, sieht gut aus. Sieht frischer aus, oder? Mhm. Mir geht's sehr gut. Die Fibo war ja jetzt vor 2 Wochen, richtig? Ja. Zwei Wochen her? Ja, ne? 13. müsste das gewesen sein. War auf jeden Fall sehr, sehr geil. Also ich habe es wirklich genossen, hat auch Spaß gemacht, mal die Community so zu sehen. Das erste Mal auf der Fibo für mich, wo ich so ein bisschen in die Profischiene reingerutscht bin. Vorher war ich immer nur als Fan und Zuschauer und generell als eine normale Person da. Ich muss sagen, das war schon die Gegenseite. Hat auch mal gut sowas zu sehen. Hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht, hat mega Spaß gemacht, mit den Leuten zu quatschen. Super stabile Community, auch natürlich vom Körperbau stabil her. Danke nochmal an alle, die vorbeigekommen sind, die Hallo gesagt haben, die ein Foto gemacht haben, die gequatscht haben. Auf wen hast du dich da am meisten gefreut oder wen hast du dich am meisten gefreut zu sehen? Tatsächlich den Jay Cutler von weit. Der wollte den jetzt nicht, also ich kenne den ja, ich habe ihn auch in New York schon kennengelernt, aber da war so viel los bei dem. Da dachte ich mir, komm, wenn wir uns da jetzt vordrängeln, ich glaube. Also ich kam mir ein bisschen beschämt vor, wenn ich den jetzt so, wenn mich da vordrängeln würde, weil das ist eine Legende und für mich einer der Top 3 größten Bodybuilder, die für mich jemals existiert haben. Und weiß nicht, da konnte ich jetzt nicht einfach so wie bei einem Urs hin oder irgendjemand anderen einfach durch die Menge hindurch, sondern da hat man schon einen gewissen Respekt und den habe ich mich auf jeden Fall am meisten gefreut, auch wenn ich den nur von Weitem gesehen habe. Ich finde, der hat eine sehr, sehr starke Ausstrahlung. Ich finde ihn einfach als Mensch und sein Auftreten generell einfach sehr gut. Und ja, auf Jay habe ich mich am meisten gefreut. Dann haben wir noch den Derek Lunsford gesehen, auf den habe ich mich jetzt überhaupt nicht gefreut. Den fand ich auch in echt nicht so, dass ich sage, wow, heftig. Ich erinnere mich noch damals, als ich 2017 das letzte Mal da war, oder 2016, wo Phillies noch Olympia war, da stand ich 5 Meter neben dem, hat mir seine Arme angeguckt und dachte mir, wie kann ein Mensch so aussehen? Ja, ansonsten kann ich schon mal vorab erwähnen, es wird in den nächsten Wochen sehr, sehr turbulent. Da ist eure Unterstützung gefragt. Also wenn ihr wirklich brutalen Content haben wollt, und mit brutalen Content meine ich wirklich jeden Tag ein Video, dann müsst ihr im Gigashop mit dem Rabattcode EMR10 supporten. Dann verspreche ich euch, wird jeden Tag ein Video kommen, wo ich noch mehr auf Sachen eingehe, wo ich Sachen zeige, die noch nie jemand gezeigt hat im Netz. Lasst euch einfach überraschen, aber da ist natürlich euer Support gefragt. Ich hatte heute High Carb Tag. Heute hatte ich sehr viele Kohlenhydrate und hatte auch Subway Cookies tatsächlich. 4 Stück, dazu einen doppelten Espresso. Und dann wird der Pump auch heute passen. Und dann die nächsten Tage gibt es wieder Full Day of Eating kommt. Seid gespannt. Hi, ready? Ja, Feierabend jetzt. Fang jetzt mit der Arbeit an. Beamtenzeiten. Ja. Zeige ich euch mal, was ich jetzt vor dem Training nehme, was ich im Intra-Workout habe. Ist Infusion, 100 Gramm, aber nur, weil ich High-Carb-Tag habe. Sonst habe ich nur ERAs drin, Glutamin, Kreatin. So, und hier habe ich jetzt 20 Gramm ERAs, 10 Gramm Glutamin, 5 Gramm Beta-Alanin, 5 Gramm Kreatin. Und es kommt noch eine Geheimzutat rein, einmal den Narkotika Nitroglycerin. Der beste Pump-Booster Deutschland. Wer was anderes sagt, lügt oder hat ihn noch nie probiert. Deswegen unbedingt probieren, und schmecken tut er auch noch gut. Und nicht wundern, wenn das so klumpt, das liegt am Hydrozin. Das ist das, was euch im Mörderpump verpasst. Der Narkotika Infection ist leer. Ist auch, glaube ich, ausverkauft im Shop. Deswegen muss 108 Fahrenheit jetzt ran. Macht wach, bringt mich zum Schwitzen und scheppert auf jeden Fall ordentlich. Ich habe aber auch noch was für dich. Ja? Das nämlich, weil Gigas und unter anderem Nick gucken ja auch deine Videos fleißig. Ja. Und deshalb habe ich ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk von Gigas. Ja, geil. Guck mal. Und wir wissen ja, dass du viel trainierst, deshalb reicht ja eine Dose gar nicht aus, Sondern direkt 2 Dosen. Geil, von wem kommt das jetzt genau? Die Idee kam von Nick. Nick, vielen, vielen Dank. Ich glaube, du hast schon was heute in deiner Sprachnachricht erwähnt. Also wirklich vielen Dank, das kann, also weiß nicht, was ich sagen soll. Ich freue mich wirklich sehr, weil guckt euch das mal an. Tatsächlich mir das hier gestern leer gegangen, und ich habe schon zu André gestern gesagt, André, wir brauchen Neues. André sagt, ja, ich bestelle uns das mal. Aber jetzt guck mal, da hat der Nick. Nick, du bist der Beste, vielen Dank. Ist wirklich der Beste, geil, Dankeschön. So, selbe Aufwärmroutine wie immer. Rotatoren, bisschen Arme kreisen hin und her, bisschen Blut reinbringen. Haben wir uns mit der Übung mal, mit der wir starten. Wir starten auf jeden Fall mit Kurzhandel einarmig. Und danach nehmen wir direkt die Kettensäge wieder und machen hier am Kabelturm nochmal 2 Supersätze hinterher. Leute, schreibt doch mal bitte gerne unter die Kommentare, ob ihr mich gerne lieber mit Vollbart seht oder lieber schön glatt rasiert. Würde mich echt interessieren, weil der Kameramann hat mich jetzt getriggert. Ich hab schon nur gefragt. Du hast gesagt, das sieht nicht gut aus indirekt. Hä, nein, deshalb
Ach komm, vergiss es. Was ich hier versuche ist, ich mache eine. Habt ihr gesehen, ich lasse mich ein bisschen hängen in die Schräge. Das mache ich, damit ich nur mit dem Ellbogen hochgehe. Also das benutze ich nur wirklich zum Festhalten. Ziehe dann nur den Ellbogen einfach hoch. Steuere die seitliche damit an. Schlussfolgerung dadurch, ihr könnt mehr Gewicht nehmen. Braucht nicht irgendwas versuchen mit eurer Perfektionstechnik, sondern einfach den Muskel zerstören. Simpel und einfach vom Verständnis her. Man muss es nur umsetzen. Komm. Ja. Drei noch. Zwei noch. Da ich Millionen Nachrichten kriege, wann gibt es diese T-Shirts, Pullover und so weiter, kommt. In den nächsten 3 Monaten verspreche ich euch, wird es endlich online sein. Und ich habe noch eine Überraschung für euch. Da müsst ihr mir aber sagen, ob euch das gefällt oder nicht. Das zeige ich euch gleich aber. Erstmal einen Satz machen. Und dann zeige ich euch noch eine Idee, was ich als T-Shirt habe. Ist eine lustige Idee, finde ich. Aber schreibt gerne dann unter die Kommentare, ob ihr das dann feiern sehen möchtet oder ob ihr es kaufen würdet oder nicht. Aber ich finde es cool. Besonders für Leute, die auf Diät sind. So, erste Übung ist durch, die schlimmste von allen. Hat uns jetzt gefühlt 1,5 Stunden gedauert. Und jetzt gehen wir zur zweiten seitlichen Übung. Seitenheben mit Kurzhanteln, ganz schwer. Wir droppen nicht, wir bleiben bei 50 Kilo, weil die finde ich echt einfach hier, die von Gym 80. Ich habe das Gefühl, das sind 35 Kilo und keine 50 Kilo. Deswegen machen wir 5x3 im Schnelldurchgang. Was heißt Schnelldurchgang? Warte kurz, bis meine Atmung wieder normal ist. Oder bis ich merke, okay, sie ist kurz davor. Dann fange ich schon wieder den nächsten Satz an. Ganz simpel und einfach. André wird mir ein paar Wiederholungen beim ersten helfen. Und die restlichen 2 mit demselben Gewicht. Ich nenne die jetzt einfach mal Drops. Die werde ich alleine machen. Die geht auf jeden Fall deutlich schneller, die Übung. Sehr gut. Und danach kommt die letzte seitliche. Und dann machen wir noch die vordere Schulter. Hintere lassen wir diesmal weg, wie schon am Anfang des Videos gesagt. Leute, guckt mal. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Video erwähnt habe, aber Apple hat jetzt auch Zughilfen. Die hast du letztes Mal, glaube ich, die hat andere Idee geschenkt, ne? Eihuhn. Was für ein Name, Digga. Wieso hab ich ausgerechnet diese Zughilfe? Es gibt immer einen Trick zwischen mir und André. André soll nicht direkt neben mir stehen, wenn er mir hilft, sondern er soll ein bisschen weiter von mir stehen, weil sonst, ich habe immer das Gefühl, ich verarsche mich dann selbst und denke mir dann immer, oh, der André ist hinter mir, der hilft mir gleich noch 2 Wiederholung. Deswegen, wenn er mehr Abstand von mir hält, denke ich mir, okay, der braucht sowieso noch Zeit, bis er kommt. Er tut dann so, als ob er nicht auf mich guckt, bis ich ihn nicht rufe. Also ganz, ganz komische Beziehung. Okay, jetzt gleich. Okay. Junge, da. Deine Arme sind ja dicker als von Mike. Wahnsinn, und die Wampe ist so dick. Kommt auch hin, ne? Die Wampe ist so dick wie die Hälfte von Mikes Bauch. Wahnsinn, ey. Ja, also so langsam wird's. Sehr gut. Jawohl. Los. Sehr gut. Vor ein paar Monaten sah das noch ziemlich unförmig aus, aber jetzt kommt's. Jetzt
Kommt, ne? So Leute, der letzte Durchgang und dann geht's zur Seithebemaschine. Der Hauptgrund, warum ich in diesem Studio heute bin, ist diese Seithebemaschine da hinten, die ich euch gleich zeige. Nur deswegen bin ich heute hier und danach Multipresse. Vordere Schulter. So, das ist die letzte seitliche Übung, beziehungsweise die vorletzte Übung für heute. Genau deswegen bin ich hier heute, wegen dieser Maschine. Das ist die einzig gute Maschine von Gym 80. Einen schweren, einen Drop, also einen normalen Satz und dann zwei Drops hinterher. Okay, Keule. Alles was geht, ne, wie immer. Ja. Dann einmal droppen und dann noch einmal. Okay. Uiuiui. Ui. Vier noch. Jetzt. Okay. Ich hab Zitterarmen. Das sieht nach Arbeit aus. So sehen Hände aus, wenn man hart trainiert. Und nicht für die ganzen mit euren Handcremes und das mögen Frauen. Hier, für alle Frauen. So, das ist jetzt die letzte Übung. Und eine Multi. Multipresse. Eine normale Multi, das ist ja Gym 80, Gym Schrott 80. Bekannt auch. Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an, Leute. So ein Billo-Scheiß wirklich. Also Gym 80, ihr seid wirklich der größte Dreck in Deutschland. Was Geräteherstellung angeht, wirklich. Alle Athleten, die das in ihren Studios haben und was weiß ich nicht alle, die werden bezahlt alle, dass sie das drinne haben. Weil keiner würde so ein Gerät freiwillig drinne nehmen. Okay. Okay, hab ich. So ein Dreckscheiß Gym 80, ehrlich. Schmeiß es aus dem Studio. Nimm eine runter. Kimi, schmeiß mal eine runter. Jetzt. Okay. Noch eine runter, Kimi. Wieder ein Viertel Wiederholung. Schön aus, schön aus der Dehnung unten. Damit ihr schön noch einen vollen Reiz habt. Okay. Obacht. Das war schon wieder unter aller Sau, André. Ja, ausschneiden oder nicht? Nee, das soll er schön drinnen lassen, damit die Leute das sehen, bleibt drin. Dass du eklig bist. So, jetzt. So, an alle Frauen. Ihr wisst Bescheid, wie André ist. Der furzt euch die Bude zu. Okay. Oh. Jetzt. Okay. Oh. So, Training ist beendet. Jetzt kommt
Ganz simpel machen wir hier OPC, Reala, 3 Kapseln Ashwagandha und Berberin. Was gibt's nach dem Training? Was gibt's noch dazu? Hier habe ich. Ach, Emil, Junge. So, die Dreckskapseln haben wir wieder aufgehoben. Post-Workout gibt es nochmal Dreck dazu zu den Kapseln. Schön ein paar Bakterien. Reinigt den Darm. Dann haben wir noch hier ganz normal, wie schon gesagt. Ich weiß nicht, habe ich gar nicht gesagt, ne? Nee. 10 Gramm Kreatin, 20 Gramm Glutamin, das war's. Normalerweise habe ich noch Kollagen, Bionic Joints und so weiter, aber meine Subs sind mittlerweile wieder leer. Ich bin eine Submaschine, deswegen warten wir auf meine neue Bestellung. Aber hier haben wir, genau, Base Powder, Magnesiumcitrat nochmal extra dazu, damit wir wenigstens hydriert sind. Davon bestelle ich immer genug, das ist wichtig. Gucken wir schön mit Wasser hier rein. Ihr seht, ich bin wieder unter Stress. So, dann haben wir hier noch einen schönen Hydroclear, Geschmack Iced Tea Peach. Ihr könnt supporten, wie schon am Anfang des Videos gesagt, es erwarten euch krasse Videos, aber nur wenn ihr krass supportet natürlich, weil der Kameramann will auch Kohle verdienen und Kohle haben. Genau. Deswegen, er ist nicht ganz günstig. Deswegen kauft schön mit ihm jetzt hier ein. Und dann sehen wir uns auch schon bald zum nächsten Video. Das nächste Video wird, denke ich mal, bei mir zu Hause sein. Lasst euch überraschen. Und ich hoffe, das Training hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns gleich aber nochmal zu Hause. Dort zeige ich euch nochmal meine Post-Workout-Mahlzeit. Denn heute ist High-Club-Tag. Darauf freue ich mich sehr. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zu Hause gleich. Der Rabattcode Emil 10. So, zu Hause angekommen. Zeige ich euch meine Post-Workout-Mahlzeit. 350 Gramm Kartoffeln. Die zermatsche ich gleich, schmeckt mir besser. Schön 300 Gramm Hähnchen aus dem Airfryer. Muss sagen, wer keinen Airfryer hat, besorgt euch das Ding. Ja. Lebensretter, also das ist wirklich so chillig. Zack, zack, macht ihr schön auf 180 Grad, 15 Minuten. Einmal zwischendurch wenden, müsst ihr natürlich nicht. Und dann passt das Ganze. Das ist mein Essen jetzt, wollte ich euch nur ganz kurz zeigen, damit ihr mal seht auch, dass ich nicht nur im Studio bin, 5 Stunden, 6 Stunden am Tag, sondern auch ein bisschen Zeit zu Hause verbringe. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Und ja, das Training hat wieder 4 Stunden gedauert. 4? Ich glaube, so gegen 8:30 haben wir richtig losgelegt. Also 4 Stunden fast. Fast vier Stunden hat das Training gedauert. Für meine Verhältnisse noch ganz schnell. Und ja, dann bedanke ich mich. Wir sehen uns beim nächsten Video hier wieder bei mir zu Hause. Dort gibt es auch wieder ein kleines bisschen was anderes zu sehen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Ich bin fix und fertig. Es ist auch schon 12:30 Uhr, sehr spät. Ich muss noch 3-mal essen, wird wieder eine Spätschicht für mich und ich verabschiede mich und wir sehen uns next week. Ciao.